Siemens Nixdorf. Ich glaube, die ein oder anderen dürften diese Firma noch kennen. Die waren nur in den 90ern präsent, so mit mehr oder weniger normal gestalteten Computern für den Heim- oder Bürobedarf. Aber für sowas war die Firma auch durchaus bekannt. Das hier ist tatsächlich ein PC von Siemens Nixdorf. Nur das Komische ist ja, der sieht ein bisschen aus wie ein Fernseher. Das ist der Multimedia Star, so wie der hier bei diesen ganzen Handbüchern genannt wird. Der Multimedia Star, der Siemens Nixdorf FD210. Ich hatte schon mal vor einiger Zeit so einen Timer gehabt, nur war hier vorne die ganze Plastikleiste durchlöchert. Die Bildröhre war nicht mehr richtig in der Fassung drin, Lautstärker waren hier eingedrückt, Bildröhre ging sowieso nicht, aber der PC funktionierte immerhin. Das hier ist jetzt ein anderes Exemplar und das kam deutlich besser gepolstert an. Ich kann euch zum Beispiel mal Bilder hier zeigen. Das kam deutlich besser gepolstert an und dafür hatte ich aber auch 30,90 Euro Versandkosten zahlen müssen. 1 Euro das Teil und 30,90 Euro die Versandkosten. Also das hat den Großteil verschlungen. Aber es hat sich gelohnt, das Ding kam heile an und es funktioniert auch einwandfrei. Ja, was ich dazu noch bekommen habe, sind noch ein paar schöne Heftchen. Unter anderem die Betriebsanleitung, die System Baugruppe D912, das ist das Handbuch fürs Motherboard, ein technisches Handbuch und eine Kurzanleitung. Und dazu gab es dann auch noch diese schöne Recovery-CD, wo wir das System dann auf den Ursprungszustand zurücksetzen können. Und natürlich als kleine Beigabe gab es ja noch einen Kaltgerätestecker. Die Dinger sind ja schließlich Mangelware, kennt man ja. Dafür, dass das eine Kombination aus Fernseher und PC ist, hat man die Vorzüge beider Geräte wirklich in einem. Das heißt, man kann einerseits schön fernsehen, man kann Videos anschauen, man kann auch natürlich mit einer Spielekonsole spielen. Gleichzeitig kann man aber auch mit einem PC arbeiten und so schön hin und her umschalten. Das hat zum Beispiel gerade für die Leute, die gleichermaßen am PC als auch an der Konsole an einem Gerät zocken wollen. Das hat da erstaunlich gute Vorteile. Wenn ihr zum Beispiel Lust drauf habt, das hier zu zocken. Zur Abwechslung vielleicht auch mal diesen schönen Klassiker. Oder ihr habt dann genug gespielt und wollt ein bisschen mehr Action und spielt dann das hier. Oder es war gerade kein Spiel parat und ihr nutzt dann das Spiel, was hier dann integriert ist. Tja, solche Vorteile hat man auch nur mit dieser Gerätschaft, weil man wunderschön hin und her switchen kann. Und das nämlich mit diesen kleinen Knöpfchen hier, wo man zwischen Fernsehen und PC umschalten kann. Ja, tatsächlich kann man auch mit dem Ding fernsehen, dank einem Antennenanschluss auf der Rückseite. Leider habe ich so eine Gerätschaft nicht da, weshalb ich das auch nicht testen kann. Ansonsten kann man auch über dieses Bedienfeld das Gerät einschalten, Programm umschalten, Lautstärke einstellen. Man kann noch verschiedene Gerätschaften anschließen und so weiter. Natürlich gibt es da auch markante Hinweise darauf, dass es sich hier um einen PC handelt, wenn man sich dann erstmal das 8-fach-CD-ROM-Laufwerk ansieht und darunter natürlich das Diskettenlaufwerk und Inti Inside Pentium, der Aufkleber natürlich. Ansonsten guckt man auf eine 15 Zoll Bildröhre, die fiebt, wenn man im Fernsehmodus ist und weniger fiebt, wenn man im PC-Modus ist. Also das ist schon ganz clever gelöst. Ansonsten hört man hier über die zwei Lautsprecher den Ton heraus. 2x6 Watt Lautsprecher sind das und dazu trägt noch ein 10 Watt Subwoofer dazu, dass ihr noch ganz okayen Sound habt. Auf der Rückseite habt ihr die gewohnte Kost an 90er Schnittstellen, wie zum Beispiel VGA, seriell, parallel, zwei PS2-Anschlüsse.
Dafür gibt es aber als kleine Besonderheit zwei Joystick-Ports, die es so normalerweise gar nicht gibt. Normalerweise gibt es nur einen einzigen, aber das Ding hat sogar zwei Stück davon. Ansonsten auch die üblichen Anschlüsse, die man an einen Fernseher vorfindet. Composite, SCART, Antennenanschlüsse und was weiß ich. Und gerade weil es sich um so eine Kombination handelt, kann man das Mainboard auch ganz praktisch herausziehen. Man braucht dafür einfach nur zwei Schräubchen lösen und schon kriegt man die gesamte Einheit hervor. Beim Mainboard hat man auch noch zusätzlich die Möglichkeit, auf etwas komischer Art und Weise noch das Laufwerk, das Diskettenlaufwerk und die Festplatte auszutauschen. Dafür stecken diese drei Gerätschaften in einen sogenannten Käfig, den man auch extra raushebeln kann. Wenn man das Ding allerdings hereinhebelt und dann die Anschlüsse dann wieder anstecken möchte, hat man so seine Schwierigkeiten. Da kann ich aus Erfahrung sprechen. Ursprünglich sollte auch diese Festplatte rein, die ist von dem kaputten FD202. Allerdings habe ich die Netzwerktreiber von Windows 95 so erfolgreich geschrottet, dass das Ding überhaupt nicht mehr booten möchte und im abgesicherten Modus nur noch sehr, sehr langsam bootet. Weshalb sich jetzt eine Quantum Fireball in diesem Rechner befindet. Und da habe ich mich schon mal drum gekümmert, das Betriebssystem, was hier auf dieser Recovery-CD drauf ist, wiederherzustellen. Und wie das funktioniert, das zeige ich euch mal. Dann wollen wir mal beginnen, die Festplatte wiederherzustellen. Es ist ja jetzt eine neue drin und deshalb wollen wir jetzt einfach mal jetzt die Recovery-Boot-Diskette einsetzen und natürlich das hier. Das ist nämlich die CD, die wir benötigen werden. Product Recovery for Distribution only with a new PC. Das stimmt leider nicht mehr so ganz, weil der ist leider ein bisschen älter geworden. Ist ja schließlich ein Rechner von, steht sogar hier unten, 96. Und den kann man leider nicht, kann man dann eigentlich gar nicht mehr nutzen. Ihre Festplatte wird wieder mit den Dateien bespielt, die zum Zeitpunkt der Auslieferung installiert waren. Hierbei werden alle Daten, die sich jetzt auf Ihrer Festplatte befinden, gelöscht. Ist kein Problem, das ist ja eine Quantum-Festplatte mit dem kleinen Windows 95 drauf, da ist nicht viel drauf. Bloß ein paar kleine Spiele, ein bisschen Dateien, daran wurde nicht viel gemacht. So, wir sollen auch die Euler akzeptieren. Ich denke mal, die können wir einfach mal so akzeptieren, ohne die gelesen zu haben. So, der meint, wir sollen jetzt diese Recovery-CD, also genauer gesagt die hier einsetzen. Dann machen wir das mal. Das ist eigentlich komplett auf Englisch, aber das ist eigentlich auf Deutsch. Dann legen wir die mal in das Laufwerk ein. Und wir haben noch verschiedene Optionen für automatische Wiederherstellung des Auslieferungszustandes. Vorhandene Partition bleibt erhalten. Eine leere Festplatte wird automatisch partitioniert. Für Benutzer definiert. Ich denke mal, wir nehmen mal Ersteres. Mal schauen, was der daraus machen wird. Ihre Festplatte wird jetzt formatiert. Alle Daten auf Laufwerk C werden jetzt gelöscht. Ja, bitte. Tun Sie Ihr Bestes. Ah, natürlich, hier sieht man jetzt gerade, ich zoome mal ran, den typischen Formatdialog, der da jetzt gerade ausgeführt wird. Zoome mal wieder zurück. Jetzt kommt der Neustart. Wir gucken mal rum. Die Festplatte fährt sich hoch. Der Wiederherstellungsvorgang kann bis zu 25 Minuten dauern. Bitte haben Sie Geduld. Also, liebe Leute, Geduld ist eine Tugend. Man sollte sie unbedingt einhalten. Ja, wie gesagt, von der CD werden wir das hier wieder herstellen. Dann stellt er auch folgende Software wieder her. Windows 95, Money 4.0 und Vox 4.0 für Windows. Das wird sehr, sehr interessant. Ich habe sogar extra für diesen Prozess eine Siemens Nixdorf-Tastatur geholt. Ist die einzige, die ich habe, auch wenn da oben Bosch drauf steht. Es ist auf jeden Fall eine Nixdorf-Tastatur, eine typische Nixdorf-Tastatur mit interessanten Tasten. Man hört das Laufwerk nur dezent. Es ist auch nur eins mit achtfacher Lesegeschwindigkeit. Tja, ich glaube wirklich viel vom Wiederherstellungsvorgang kriegt man nicht wirklich mit. Da sieht man nur, dass es bis zu 25 Minuten dauern kann. Und dass man Geduld haben soll.
Ich meine, gut, ich bin ein geduldiger Mensch, aber ich möchte auch gerne mal wissen, wie weit denn der Rechner ist. Das Einzige, was man nur hier in der Kamera erkennen kann, ist die AED vom CD-Laufwerk. Aber hier unten ist ja noch die Festplatten-Aktivitäts-AED. Und selbst die leuchtet mit. Also keine Panik, der Rechner macht tatsächlich was. Diskettenlaufwerk hat aktuell gar nichts zu tun. Der hat einfach nur das Programm geladen und der Rest erledigt jetzt das CD-Laufwerk. Denn da sind schließlich die ganzen Dateien drauf, die dann wiederhergestellt werden. Damit haben wir diesen Rechner wieder in den ursprünglichen Zustand wiederhergestellt. Das heißt, so wie man den bekommen hat, so finden wir den dann auch wieder. Oh, Ihre Festplatte ist im Auslieferungszustand. Entfernen Sie die Recovery Boot Diskette aus dem Laufwerk und starten Sie Ihren PC neu. Der ist scheinbar schon fertig. Also machen wir mal die Diskette raus. Ich musste tatsächlich diese billige von Real nehmen. Real Quality angeblich. Und damit hat das einzig und allein funktioniert. Alle anderen Disketten hat er irgendwie geschrottet. Keine Ahnung. Schalten Sie PC während des Installierens nicht aus und booten Sie ihn nicht neu, ansonsten gehen wichtige Daten auf der Festplatte verloren. Okay, wir dürfen den Rechner weiterhin nicht berühren. Wir sind weiterhin noch bei der ersten Einrichtung. So, ich glaube, den Bildschirm kennen wir wahrscheinlich alle. Man sieht das hier ein bisschen anders aus. So, ich muss mal an die Maus rankommen. Gebietsschema Deutsch auf jeden Fall. Es sieht ein bisschen anders aus, das Teil. Ich glaube, als Benutzer geben wir erstmal ein Gebo 94. Firma bin ich nicht. Lizenz wird nicht verkauft, sondern lizenziert. Aha. Ich nehme den Vertrag an. Bla bla bla. Echtheitszertifikat. Das ist ja schön, hier ist gar keiner drauf. Hardwareerkennung. Das gute alte Plug and Play oder wie es so lustigerweise genannt wurde, Plug and Pray. Mir fällt auch gerade ein, man könnte so viele sinnvolle Sachen während der Installation machen. Ich könnte zum Beispiel während der Installation dieses tolle Sega-Spiel spielen, Taito Chase HQ. Warum mache ich das nicht eigentlich? Es sieht nach fertig aus. Wir können den Rechner neu starten. Nur für den Neustart vorbereitet, entfernen Sie alle Disketten aus den Laufwerken. Klicken Sie auf OK, um den Computer neu zu starten. Gut, Disketten haben wir nicht. Wir haben nur eine CD drin. Ist immer noch der erste Start. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, aber das ist eine völlig andere Schriftart. Wznit. Wznit wird jetzt geladen von den Siemens Nixdorf Informationssysteme AG. Muss man bedenken, eine Aktiengesellschaft. Oi, das sieht ja interessant aus. Der graue Cursor. Das Setup-Bild. So, Plug-and-Play-Komponenten werden jetzt konfiguriert. Ich glaube, für die Vorbereitung könnte man mal lauter machen. Er hat sogar Virus-Scan installiert. Interessant. Da fragen sich jetzt aber bestimmt auch die Leute, wie sind denn die Viren ohne Internetverbindung denn auf den Rechner gekommen? Ja, es gab auch welche, die solche, ja, sagen wir mal, verseuchten Disketten oder verseuchte CDs verteilt haben und dann haben sie sich auch so ein Virus eingefangen. So, der ist noch alles schön am Einrichten. Das Startmenü muss noch eingerichtet werden. Windows-Hilfe, die MS-DOS-Programmeinstellungen. Exchange muss auch eingerichtet werden. Drucker will auch eingerichtet werden, aber wir haben ja gar keinen. Aber man sieht, was der jetzt alles einrichten möchte. Soundblaster. Auf jeden Fall viele Multimedia-Programme. Also, das ist ja schließlich ein Multimedia-PC, ein Multimedia-Star. Und da will er wahrscheinlich auch schon ein paar Multimedia-Programme bieten. Den Drucker können wir leider noch nicht einrichten. So schön es auch ist. Wir bedanken uns für den Kauf dieses Personalcomputers. Sie haben eine gute Wahl getroffen.
auf den neuesten Stand der Technik. Auch sehr schön. Viel Erfolg mit Ihrem neuen Personal Computer wünscht Ihnen Ihre Siemens Nixdorf Informationssysteme AG. Ja, jetzt wollen wir das Ding nur noch schließen. Ich denke mal, das Windows ist dann vollständig eingerichtet. Nach einem Neustart. Das ist jetzt, glaube ich, schon gefühlt der 20. Neustart bei dem Rechner. Wie oft musste das denn neu gestartet werden? Ich sag's euch, alte Technik wird nicht langweilig. 10 Millionen Neustarts, 20.000 Diskettenformatierungen. Da wird man definitiv nicht alt. Man wird nur jünger. Wisnit! Wisnit wird wieder geraden. Wisnit 386 von der Siemens Nixdorf Emulationssystem AG. Ah, das ist Musik in den Ohren. Diese Windows 95 Startmelodie, die nicht verändert wurde. Mal gucken, was der jetzt gerade machen möchte. Da unten hat sich nämlich eine kleine Anwendung gestartet, die wir nicht minimieren können. Und jetzt noch eine. Die können wir alle nicht minimieren, weil keine Taskleiste da ist. Jetzt ist aber eine da. Wussten Sie schon, wir sollen auf Start klicken, damit wir alle Programme kriegen. Was du nicht sagst. Dann gucken wir einfach mal, was der alles hier reingehauen hat. Ein Dispatcher. Mhm. Standby-Modus. Wir haben Vox 4.0 haben wir installiert. Einen Multi-CD-Player. Eine Recording-Session für MIDI. Ref-Rate. Bildschirmfrequenzwahl. Ein Terminplaner. Soundblaster 16 Konfigurationen. AVI-Converter, Capture und Digital-TV. Wir können auch den Videotext abrufen. Xing MPEG Player war sehr bekannt damals. Microsoft Money ist auch drauf. VirusScan 95 von McAfee, Dispatcher und Desklok. Also wirklich viel unnützes Zeug hat er nicht installiert. Das muss man eben lassen. Natürlich auch das volle, der volle Umfang an Zubehör. Paint, Online-Registrierung, Tipps und Tour. Ein paar Spiele wurden installiert. Also alles, um den Käufer eines solchen PCs glücklich zu machen. Ja, ich denke mal, damit haben wir das Betriebssystem vollständig zum Ursprung wieder umgewandelt, sagen wir es mal so. Das heißt, jetzt ist das ursprüngliche installierte System drauf, wie man es gesehen hat, wenn man das Ding frisch gekauft hat. Dank solcher Recovery-CDs ist das problemlos möglich. Im Übrigen sollte man die mal wieder aus dem Laufwerk rausnehmen. Denn wenn man damit fertig ist, braucht man die, glaube ich, erstmal nicht mehr. Aber gut aufbewahren, sowas kann wichtig sein, ist von höchster Bedeutung. Wenn man das Mainboard allerdings wieder reinstecken möchte, das klingt wieder so zweideutig für einige, sollte man allerdings auf das herumschwebende VGA-Kabel aufpassen. Das steht ein klein wenig im Wege. Ansonsten sollte man das Teil auch richtig schön reindrücken, damit es auch wirklich connected ist mit diesem PC. Tja, das war es erstmal vorerst von diesem wunderbaren Gerät, was nebenbei bemerkte, sage und schreibe 25 Kilogramm wiegt. Und wenn ihr euch meine Arme anschaut, dann könnt ihr auch ungefähr mit mir mitfühlen, warum ich schleppen musste, warum ich mich anstrengen musste, das Ding hier bis zum zweiten Stock hochzutragen. Bis zum zweiten Stock, wollte ich nur mal sagen. Betrieben wird der Rechner übrigens von einem Intel Pentium mit 100 MHz und voll ausgebauten 40 MB Arbeitsspeicher. Wie viel der im Original hatte, kann ich leider nicht sagen, weil man nicht wirklich sehr viele Infos über diesen Rechner bekommt. Nicht mal Preise oder sowas habe ich leider überhaupt nicht gefunden. Falls die irgendjemand noch irgendwo gefunden hat, bloß nur Bescheid sagen, in die Kommentare reinschreiben. Vielleicht wisst ihr da ein bisschen mehr Bescheid. Ansonsten ist das für Sammler eine sehr interessante Gerätschaft, weil, wie gesagt, Fernseher und PC in einem Gerät,
Das ist eigentlich schon das Coolste, was man sich überhaupt vorstellen kann. Was heute selbstverständlich ist, dass man zum Beispiel an einen HDMI-Monitor eine PlayStation 3 oder 4 anschließt und gleichzeitig noch einen PC. Ja, da damals konntest du dann mit so einer Gerätschaft dann entweder eine Sega-Konsole oder ja, was anderes anschließen und dann nebenbei noch deine PC-Spiele spielen. Zwei in einen sozusagen. Aber wenn ihr gedacht habt, das Ganze sei jetzt hier vorbei mit diesem einen Video von diesem Gerät, nein, das da sei mal gesagt, dass ich da noch ein bisschen was nachliefern möchte, denn die BIOS-Batterie dieses Rechners ist leider auch schon ein bisschen in, sagen wir es mal so, im Rentenalter sozusagen. Er ist auch nicht mehr der Jüngste. Weshalb ich dann noch ein Video nachliefern werde, wo wir eine neue BIOS-Batterie einbauen werden, wird auch ein bisschen kritisch. Und was leider nicht dabei war, ist die sogenannte Fernbedienung, die Siemens FB150. Die habe ich jetzt aber heute nachbestellt. Da werde ich noch ein Video nachliefern, wo wir die präsentieren werden. Ansonsten war das erstmal für dieses Video. Ich hoffe, euch hat das Video sehr gefallen. Und wie gesagt, falls ihr so einen hier mal findet, achtet bloß darauf, dass das Ding wunderbar verschickt wird, dass der Verkäufer das ja gut polstert. Notfalls abholen und denkt dran, das Ding ist sauschwer. Ich spreche da sehr aus Erfahrung. Ansonsten, tolle Sammlergerätschaft. Falls ihr Platz habt, kann ich euch das Ding nur empfehlen. Kriegt ihr sehr, sehr günstig bei eBay. Und dann würde ich einfach mal sagen, bis zum nächsten Mal, euer Kipo. Tschüssi. Komm, Scheiße mache ich gar nicht. Nein. Auf gar keinen Fall. Machen wir was ganz anderes. Ich drücke einfach auf den Knopf.